Hallo ihr Lieben, Grüße aus der Red Maske. Es ist Donnerstag, das heißt Red Zeit. Ich bin schon, habe schon mal angefangen mit Make-up, wie ihr seht, und habe schon ein bisschen was an. Und ich brauche wieder ein bisschen eure Hilfe, weil ich bin ja immer ein bisschen unschlüssig. Also heutiges Outfit, ein weißes T-Shirt. Ich zeige es euch mal hier. Seht ihr es hier vielleicht besser? Nicht so wirklich. Weißes T-Shirt und Lederleggings. Im Moment noch keine Schuhe, wie ihr seht. Aber dafür brauche ich natürlich auch wieder eure Hilfe, weil die Jungs und die Mädels, die hier immer mit diskutieren, helfen mir natürlich immer super dabei. Ihr hört, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich war eigentlich wieder komplett gesund und bin schon wieder ein bisschen erkältet, aber das ist völlig egal. Ich freue mich riesig auf Red. Hey Christina, hey Hans. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Adam, Özlem, Grüße aus Stuttgart, Andrea, hello. Schön, dass ihr alle da seid. So, ich zeige euch jetzt mal die Schuhauswahl. Entweder schwarze Stiefeletten oder weiße Sneaker. Jetzt müsst ihr aber noch dazu wissen, es wäre ja ein bisschen langweilig, einfach nur weißes Shirt und Lederleggings, deswegen ziehe ich noch diese coole Jacke an. Ich finde die mega. Vielleicht haben ein paar von euch das schon gesehen. Gigi Hadid hatte die nämlich auch an. Hier. Und ich finde die super lässig dazu. Jetzt ist nur die Frage, hoch oder Sneaker? Was denkt ihr? Danke, Thorsten. Gut, Thorsten schreibt gute Besserung. Vielen Dank. Ich bin schon wieder fast über den Damm. Läuft. So, also that's my outfit for today. Und ja, würde gerne wissen, ob ihr hohe Schuhe oder eher Sneaker sehen wollt. Ach ja, so. Was haben wir denn noch? Ihr könnt mal gerne mitdiskutieren. Ich freue mich über eure Meinung. Ich komme mal mit euch hier rüber. Wir haben... Ah, Jill schreibt weiße Sneaker. Beatrice schreibt Sneaker. Jasmin schwarze Stiefeletten. Vavara Stiefel. Lustig, normal schreibt ihr Mädels immer flache Schuhe und die Jungs hohen. Jetzt ist es ein bisschen andersrum. Melanie Stiefeletten eindeutig. Sina, weiße Sneaker. Cindy, gute Besserung. Danke. Weiße Sneaker, schreibt die Emily. Also ihr seid, ja, Sneaker. Viele Mädels finden auch Sneaker gut. Das finde ich super. Ich bin ja auch immer ein großer Sneaker-Fan. Stiefeletten strecken halt ein bisschen mehr das Bein, aber Sneaker sind natürlich lässiger. Nicole schreibt Stiefeletten, Melinda Sneaker. Ja, wir haben heute wieder super spannende Themen in der Sendung. Jetzt gibt es ja erstmal gleich The Voice. Und natürlich haben wir auch wieder ein bisschen was von The Voice am Start. Wir haben nämlich Andreas Burani begleitet. Der ist nämlich in seine alte Stadt, ja in seine Heimatstadt Augsburg gereist und hat da seine Schule besucht. Und das war super süß. Die ganzen Kids sind natürlich ausgerastet, haben sich mega gefreut. Und ja, das seht ihr natürlich alles nachher. Wir haben drei Talente zu Hause besucht, sind sogar nach China gereist, um die Familie von dem einen Talent, zu besuchen. Also es bleibt sehr spannend. Ich kann natürlich nichts verraten, sonst wüsstet ihr ja, naja, was alles kommt. Und heute übernimmt später ein The Voice Talent unseren Snapchat-Account. Ich kann euch leider noch nicht sagen, wer, aber unbedingt mal bei Snapchat, bei Red Snapchat reinschauen. Da dürft ihr mal gespannt sein. Der nimmt euch ein bisschen mit für uns. So, Breaking... Ja, Thema Verkleiden widme ich mich jetzt auch mal. Vielleicht nicht so extrem, aber... Für die jetzt erst dabei sind, zeige ich euch jetzt noch mal kurz, was ich anziehe. Und wir kommen noch mal zurück zum Thema, welche Schuhe? High Heels, also Stiefeletten oder Sneaker? Was sagt ihr? Outfit ist Lederhose und weißes Shirt. Und dazu diese coole Army-Jacke. Wie nennt man die? Hat so ein bisschen was von Michael Jackson, aber auch... Ja, so Military. Ist das Army Military Jacke? Also, ich bin gespannt. Jetzt ist ja gleich erstmal The Voice. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich möchte mal sehen, was ihr hier noch schreibt. Mann, das ist echt blöd mit dem Telefon. Sneaker. Bo? Ne, Isabella schreibt Sneaker. Aslan, Safe Sneaker. Melina schreibt Sneaker. Ihr wollt alle Sneaker? Was ist denn da los? Ich kenne sonst immer nur alle, die hohe Schuhe schreiben. Stiefel schreibt Patricia, Vanity, Coco Fox schreibt Sneaker. Ja, also
Ich glaube, ich muss mich jetzt noch mal ein bisschen damit auseinandersetzen, was besser aussieht und noch ein bisschen rumprobieren. Ich freue mich riesig auf euch nachher. Ich hoffe, ihr seid gleich alle bei The Voice am Start und danach bei uns. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich. It's a wrap. It's a wrap. Tschüssi, bis gleich. Ich freue mich auf euch. Ich mache jetzt hier mal aus. Wo ist es?